Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Wir haben das letzte Mal uns nach Ashbury begeben, von wo es ein Schiff zur Isle of Despair gibt, also zur Insel der Verzweiflung. Und wir werden dorthin fahren, wenn geht irgendwie, aber zuerst werden wir uns einmal in Ashbury ein wenig umschauen. Das ist eine nette Gegend. Und man sollte meinen, also Innkeeper, nein, eigentlich interessiert mich das nicht. Innkeeper interessiert mich nicht. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Aufträge, Mini-Quests oder sonst was. Einen Laden. Was ist das für ein Laden? Sidearms and Saltpeter. Okay. Das ist Technologie, das interessiert uns nicht wirklich. Obwohl, wir könnten eigentlich was kann mit Joker, den haben wir noch gar nicht so richtig angeschaut. Ah ja, das ist ein Nahkämpfer. Er ist tatsächlich nur ein Nahkämpfer. Mit Strength 22 bist du irre. Gar ist auch nicht schlechter. Der hat allerdings viel weniger Stärke. Gar und Joker sind meine Dings, meine Muskeln quasi. Und Virgil, naja, immerhin. Der hat Pickbox 1. Heal 2. Also nicht ganz so unnötig. Und Dodge ist er auch nicht so schlecht. Dafür hat er weit weniger hohe Stats, das heißt, er macht auf jeden Fall weniger Schaden als die anderen beiden. Mhm. Okay, und sie sind alle eher gut. Das passt auch. Damit können wir leben. Was haben wir da? Fine Clothing and Accouterments. Was sind Accouterments? Schauen wir mal, was der so im Angebot hat. Shelby Barters. Okay, der hat wirklich nur Kleidung. Was ist das? Ein Medaillon. Das nichts kann, außer ein Medaillon zu sein. Eine Uhr. Und Parfüm. Noch mehr Parfüm. Okay. Das ist schon eher was, das ist der Magier der Stadt. Schauen wir mal, was hast du? Nein, jetzt auch nicht so das großartige Zeug. Scroll of Exiting. Habe ich zurzeit keine. Es macht schon Sinn, dass man schnell irgendwo rauskommt bei diesen riesen Dingern. Scroll of Divine Magic. Hm. Ah, damit können wir Sachen identifizieren. Das kostet 5700? Seid ihr irre? Bei diesen Zigeunerinnen kostet es genau 100. Wieso sollte ich mir eine Scroll um 5700 kaufen? So witzig kann das gar nicht sein. Boah. Naja, gut. Dass ich das herausfinde. Ich überlege gerade. Und da kann man mit diesen Scrolls Zaubersprüche lernen. Noch ein Laden. Bestehen die denn nur aus Läden hier? Ein Laden nach dem anderen. Okay, da war lauter so Krimskrams-Zeug. Mhm. Ja, okay. Vielleicht sollten wir ein paar von diesen Dingen kaufen.
einfach, weil es... Oh, die kosten mehr. Schau da was an. Können die mehr? Kills up to 20 points. Kills light wounds. Hm. Interessant. Vielleicht sollte ich noch einmal dann irgendwann mal durchspielen als Technologe. So, wie war das mit der Karte? Wo sind wir jetzt? Da die ganzen Dings, da ist das Hafengebiet, da gehen wir dann ganz am Schluss hin. Und da kommen wir zum Friedhof. Und zu irgendwelchen Bauern. Gehen wir mal zum Friedhof. What do you want? Oh, jemand, der eine Stimme hat, der muss wichtig sein. Hello, sir. Might I ask your name? My name is Geoffrey Tarlon Dash, and who, might I ask, are you? I'm tending to my own business. That's what I'm doing. I swear the manners of the peasantry. Okay, ein Adeliger offensichtlich, der ein bisschen nervig ist. Oh, sorry, perhaps I didn't hear you correctly. How droll. I almost think you possessed a sense of humor. I think you heard me just fine, my good man. Now, unless you plan on becoming less of an annoyance, I suggest you leave. Really, I've little time for your insignificant drivel. Mhm. Also ein richtig freundlicher ist das. Is that an eloquent way of saying you've no purpose here? I believe I'd had enough of your posturing, fool. Now you'll pay. Okay. Perhaps you're not as ignorant and as bland as you look, stranger. With at least the brain power to conceive an amusing response. Nicely done. You've not the barbarian upbringing I expected. Okay. Mine? The usual, raised in Caledon, schooled in Tarant, summers off the coast of Catan. I'm of the Falsburg, Tarlon Dashes, if you know that sort of thing. Okay. I spent a few years in Tula among the old wizards. Bloody boring bunch of old codgers. Okay, I see. Which college of magic did you study? Oh, I dabbled in the necromantic arts, mainly on the darker side. This, that. I've a job waiting for me in Tarant with one of the newer mage consortiums. If I've ever a mind to go there. Okay, interesting. So just what are you doing here? Haven't you heard? Ashbury has a problem with its cemetery. Seems they've got bloody zombies just sprouting up from the ground every night, and nobody knows why. I just happened to be traveling through here on my way back to Caledon, and I thought I'd look into the matter. Okay, also ein Zombie Problem. Well, just between you and I, there's quite a famous individual buried here in the Ashbury graveyard. A fellow by the name of Malachi Wrench. Quite a necromancer at this time. Wrote a few controversial texts and that sort of thing. But if he's dead... Yes. I'm getting to that. I think the old chap was buried with something powerful. Whatever he has finally got out, and now every dead John and Barry in this town is coming back to dinner. quite a good story, if that's your cup of tea. Okay, der Malachi Ranch ist offensichtlich mit irgendetwas begraben, was diese Zombies zum Ausbrechen bringt. And so, I want whatever the hell is down there. And I plan on finding out just as soon as I can figure out a way to get rid of these bloody zombies. Okay. Perhaps I might be of assistance. Yes.
Yes, you just might be useful after all. I'd be willing to offer you 500 gold pieces for whatever is raising these zombies. Okay. Das sollte ja wohl nicht so ein Problem darstellen. Wir müssen nur noch das Grab von Malachy Wrench finden. Hier lies Lester Moore. Oh, da sind schon Zombies rausgekommen. We must all die, there is no doubt. Your glass is running, mine is out. Ja, ich mich wieder erinnere, das war ganz lustig. Life is a chest, all things show it. I thought so once, now I know it. Nicht schlecht. Many a heart by sorrow pressed doth envy me my peaceful rest. Was sagt der? Nary a drop, nary a one, dead anyway because of a gun. Tja. Nothing is so sacred as honor, nothing is so loyal as love. Okay. Schaut doch ganz gut aus. Eine Gruft. Oder auch nicht. Eine Kapelle. Aufbahrungshalle, aber da kann man nicht rein. Das wird wohl nicht mal Malachy Wrench sein. Ah, da geht's ja auch weiter. Kommen wir da auch durch? Wirklich eine Tür, die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ah, schau an. Eine ein Krematorium. Ich frage mich gerade, ob wir das aufkriegen und ob wir da rein können. Hm. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es eh besser so, wenn wir nicht reinkommen. So, was steht hier? Hier lies Darren, the cruel Park Esquire. Husband to Rhonda, father to Catherine and Megan. Great Stillwater Beast Hunter and Collector of Skulls and Antiquities. Mal schauen, was an. Here lies Joe Easter. Died before his time. He just wouldn't listen. When he said, was? When he said, by design. Here doth lie on John Fry. Hit in the eye socket by a falling skyrocket. Okay, ist der Ausgang. Da ist Sissy Jang, fumbled a grenade, went out of a bang. So much to do, so little done. Naja, das mag sein, ja. Here lies Scott Jacobson, who came upon an evil lich. He didn't even think to run and ended up in this ditch. Sleep on, sweet baby, and take thy rest. God called thee home, he thought it best. Learn the living from the dead. How easy breaks life's tender thread. Here lies Tiffany Jew,
assist in the diplomatic ways they brought her to the end for her days. Ah, okay, das hat sich jetzt nicht so gut gereimt und hat auch nicht so gut geklungen. Wo ist der Range-Typ? Love is your spirit in the sun. Strength is your legacy you left. Life is your essence, never gone. Okay. Jeffrey Bottom. His wife was constantly scolding and scoffing. So he sought for repose, a repose in a 12-coin coffin. Weep not, father and mother, for me, for I am waiting in glory for thee. Eine sehr zuversichtliche Aussage. Here lies Charles, had 6 guns, needed 7. Now he is in heaven. Here lies Jeff Upton Rowdy. I can see up your skirt. Hey, who blew out the candle? Hello, is anyone there? Oh. Das sind Zombies. Das sind aber nicht wenig Zombies. Das sind viele Zombies. Und zwar am helllichten Tage. I told you I was sick. Beloved father. Here lies Lester Mr. Wax Stalker, magic thief talker, was quite the weed. He will pester us no longer, because we planted him like a seed. Auch nicht schlecht. On the 22nd of June, Edward Fiddle went out of tune. Na okay, ich würde mal sagen, es ist dort, wo die Zombies sind. Uns angreifen, wenn wir näher rangehen. Aber es ist unter Tag, vielleicht greifen sie nur in der Nacht an. Na okay. Das dazu. So, zunächst einmal machen wir uns ein bisschen geschickter. Und dann so. Was? Die Lichter greifen mich auch an. Au, hörst du auf, den armen Joker zu hauen? Gibt's das? Habt ihr keine Manieren? So, jetzt versuchen wir das mal mit einem Feuerball, nachdem alle da sind. Und den können wir mal abdrehen. Du bist Clawflight, könntest du wen anderen angreifen? Das war beeindruckend. Hat irgendwas bei euch? Nein. Wir haben nur mehr Zombies. Also mit Joker werden wir auf jeden Fall viel Spaß haben. Hä? Warte mal. Könnte es sein, dass du irgendwas verloren hast? Ärgerlich. Hallo? Maus? Bist du noch da? Ja. Na? So viele Schutz kannst du gar nicht mehr haben. Wow.
Locker macht sie alle kalt. So, warte mal. So geht jetzt alles den Bach runter. Moosmäßig. Zeig mal hier Inventory. Wieso tragst du nicht den jetzt? Ja, okay. 4 Schuss machst du noch. So, was haben wir hier? Hier lies Kelly. We buried him today. He lived the life of Riley when Riley was away. Hmm. Here lies an atheist, all dressed up and no place to go. Here lies Cameron DeMar. The wild warrior was put to rest after a long life of great battles. May he rest in peace. DeMar. Was ist das? Gehört das zu dem Krematorium? Ah ja. Sind da direkt neben dem Krematorium. Und wo ist das Grab von dem Ranch jetzt? Earth his casket keeps and the sunbeams long to linger where our sainted baby sleeps. Okay, das schaut nicht so aus. Here lies Jason Buttertaku Förder, Master Dark Elf Swordsman of Evil. The IFS Zephyr came down upon his head while he was collecting twigs and berries. Okay. Nariad Rob, das ist jemand, den unser Fluggerät erschlagen hat. Nary a drop, nary a one, dead and away because of a gun. Obwohl das ziemlich weit weg war von hier. Hier das Camp, den hätten wir schon. In memory of Quang Pham, lost to us while traveling to Tarrant University, his body was never recovered. He lies Richard A. Nelson. He was such a giving man. We will miss him with all our heart. Madame Lil and the girls. Okay. We must all die. There is no doubt. Your glass is running, mine is out. Hier heißt Dave Jordan, aber Ranch, den haben wir gehört, dem gehört, dem hat diese dieses große Gebäude da im Nordosten gehört. Delighted. The end of the tunnel. Unfortunately, it was a train. Das ist nicht schlecht. This old world is made brighter by the lives of folks like you. Here lies Brian Wilkinson. The doc said he'd be alright. Guess doc was all wrong. Learn the living from the dead. How easy breaks life's tender thread. Beloved father, love is your spirit in the sun, strength is your legacy you left. Life is your essence, never gone. Okay, was auch immer. Hey, who blew out the candle? Hello, is anybody there? Okay, wir sind jetzt am Ende angelangt. This old world is made brighter by the lives of folks like you. Okay, here lies Chad Martin, also known as God's Fury, Master of Knives. He could make quite a mess, killed while trying to put us belt in a dress. Ich jetzt? Grim death took him without any warning, well at night, dead in the morning. Eat, drink and be merry, for tomorrow you may die. Here lies Dave Jordan. Okay.
22nd of June, Edward Firro went out of tune. Das hatten wir schon. Wir haben uns alle Gräber angeschaut. Der Range ist nicht da. Was redet der da? Schauen, vielleicht kann uns ja helfen. Ich glaube, da steht nicht, dass wir diesen Auftrag angenommen haben. Da gibt es auch noch Krieger, die ich mir nicht angeschaut habe, oder? Habe ich mir die schon angeschaut? Life is your legacy, you left. Life is your essence, never gone. Nein, ich glaube, das haben wir schon gesehen. Yep, schaut so aus, als hätten wir das schon gesehen. Learn the living from the dead, how easy it breaks life's tender thread, yeah. Schauen wir mal, was der dazu sagt. What brings you back around? Yes, what is it? Haven't you heard? Ashbury has a problem with it. Well, just between you and I. Ja, ja, das haben wir schon. Famous in Hercesis. I'm getting. And so. And so, I want whatever the hell is down there. I plan on finding out. Yes. Yes, you just. Okay, der hilft uns nicht weiter. War das irgendwas hier? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das hier war. Oder vielleicht haben wir einfach nur irgendeinen Fehler gemacht. Hier ist bezüglich. Wer der Mann ist. Warte mal. Hast es nicht. Okay. Du auch nicht. Du hast es. So. Schauen wir mal. Es muss hier irgendwo ein gescheites Grab geben. Eines, das man richtig angraben kann. Und ich habe es einfach noch nicht gesehen. Aber ich glaube, wir haben uns da alle Grabsteine angeschaut. Vielleicht ist er aber auch in seinem Haus oben. Gute Frage. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das Problem lösen soll.
Na okay. Ich werde mir das später überlegen. Jetzt werden wir für heute aufhören. Wir haben zwar nichts weitergebracht. Vielleicht gehen wir wirklich in das Haus von Malachi Ranch. Vielleicht ist es dort und nicht hier. Hier ist eigentlich jetzt nicht unbedingt was. Okay, machen wir dann später. Also, wie schon gesagt, das nächste Mal dann. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Tschüss euch.